Hallo zusammen. Hier sind wir jetzt mit der zweiten Ausgabe unseres, naja, Playthrough oder Let's Play ist es nicht so wirklich. Es ist ja eine Mischung aus allem. Analyse, Übersetzung und Playthrough. Und sogar da mein Gast Avocado TV. Hallo erstmal. Hallo, hallo, weiter geht's. Dort noch das Spiel noch nie gespielt hat und da komplett neu rangeht. Ist es halt auch quasi so ein bisschen eine Reaction, zumindest was seine Seite angeht. Ja, ich bin gespannt. Und im ersten Teil sind wir nicht sehr weit gekommen, das, obwohl der dann auch schon 2 Stunden ging, fast. Da sind wir gerade mal Kapitel 1 am Anfang, die ersten Intros und Tutorials. Und jetzt sind wir so weit, dass wir quasi einen Anruf gekriegt haben vom Yakuza-Hauptquartier und uns da vorstellig machen müssen, weil wir in Verdacht stehen, jemanden umgebracht zu haben, den wir nicht umbringen sollten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle steigen wir ein, oder, Avocado? Los geht's. Jo. Taxis. Gut, du siehst es ja unten auch auf der Map. Momentan haben wir halt noch keinerlei Bewegungsfreiheit, also uns wird hier quasi gesagt, wo wir lang gehen sollen. Oh. Ah, okay. Wie mir interessant, dass angezeigt wird, in welche Gruppe geht ihr nicht. Ja. Drunkyard. Und was ich auch immer bemerkt habe, auch bei Batman oder sowas, ist, dass sie immer einzeln auf einen zugehen, weißt du? Ja, stimmt, nicht so als ganze Gruppe. Warum nicht alle auf einmal? Tja. Yen. Wie viel waren das nochmal 1988? Ah, hatte ich doch noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, der Umrechnungsfaktor war damals 120. Ja, stimmt. Mach schon mal, ich forsche es nochmal nach. Jo. Gerundet. Ah ja. Also das da durch 130. Wie viel waren das? 480? 470. 470. Ja, wären $3,60. Ja, das geht ja. Das geht ja. Aber müsste man auch angleichen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse etc. Ja. Na endlich, du hast uns lange noch warten lassen. Unterbrechen wir gerade wichtige Geschäfte, Kirio? Oh, Kiri. Der gute Mann hier ist Daisaku Kuse, Leutnant der Dojima-Familie und Patriarch des Kenno-Clans. Du weißt ja, oder vielleicht weißt du es nicht, die Yakuza sind ja auch so durchstrukturiert, so familienmäßig. Halt mit einer Oberfamilie und darunter dann so viele kleine Untergruppen, Unterfamilien und sowas.
Also gibt es dann so eine richtige Rangordnung wie beim Militär, schätze ich mal, mit Genau. Leutnant und Patriarch und so weiter und so fort. Genau, ja. Entschuldigung für die Entspätung, für die Verspätung, Sir. Hier hast du die Leutnants der Dojima-Familie alle aufgereiht, die sich Zeit nehmen, um dich zu sehen. Ich gehe davon aus, du weißt warum. Kaiji Shibuzawa, Leutnant der Dojima-Familie, Patriarch des der Shibuzawa-Familie. Das hat was zu tun mit dem Körper, den sie in Kamurocho gefunden haben, nicht wahr? Mhm. Wobei ich glaube, hier ist Leiche besser für Buddy. Dead Buddy. So viel dazu, dass wir heute noch ein bisschen Golf spielen könnten. Nicht wahr, Kuse? Hiroki Awano, Leutnant der Dojima-Familie, Patriarch des Taihai Association. Association würde man, glaube ich, Verbindung im deutschsprachigen Raum sagen, oder? Ja, glaube ich auch. Weil so bei Kartellen und so mit Drogen und sowas sagt man, glaube ich, Verbindung, oder? Ja, okay. Ja. Wir haben einen Anruf von dem Kredithai bekommen, für den du eingesammelt hast. Der Kredithai? Präsident von Toku Credit. Du hast den Typen, um den ich kümmern solltest, getötet, oder? Er war natürlich sehr darauf bedacht, dass das nicht seine Idee war. Ich vermute, er war genauso überrascht wie jeder, dass ein Profi so übel versagen würde über wegen lächerlichen 300.000 Yen. Genau, immer rechnen durch 130, also 2.500 Dollar. Ja. Wie würdest du Bottom Feeling übersetzen? Bottom Feeding Leech, ich würde mal sagen, unten in der Rangordnung. Mhm. Sowas in der Richtung. Und Leech ist doch hier die Viecher, die dir auf den Körper pappst, die dir das Blut aussaugen. Blutegel, ja. Ja. Also ein Blutegel unter Rangordnung, aber ich kann ihn verstehen. Naja, nichts davon ist wichtig, was auch immer deine Gründe waren. Die Sache ist nun, wie du es jetzt wieder richtig stellst, dass du einen Zivilisten umgebracht hast. Einen Moment mal, bitte. Das habe ich nicht. Mit deinem Whimpering? Whimpering, Rumgejaule? Rumgejammer auf, ja. Entspann dich, Junge. Er mag vielleicht ein Zivilist gewesen sein, aber der Typ war ein verschuldeter Abschaum. Sieben oder acht Jahre das scheiß Futter der Regierung essen und dann bist du draußen. Also damit würde er wohl sagen, dass er in den Knast. Ja, ich kann mir schon denken, er will ein bisschen Angst machen, oder? Ja, Seite ziehen. Würde ich auch so sehen. Kota Osamar.
Ihr wollt, dass ich ins Gefängnis gehe? Tsukamareta. Na, Goroshi no wa sore. Das sollte zumindest diese Mordgeschichte mit den Bullen halt glatt machen. Dass die Bullen sich nicht mehr damit befassen. Da bleibt noch ein größeres Problem. Wie wir die Aufmerksamkeit wieder von der Örtlichkeit, wo der Typ getötet wurde, wegkriegen. So. Genau. Du hast uns damit wirklich ziemlich... wie drücken wir es jugendfrei aus? Ärger bereitet. Dankeschön. Was meint ihr damit, mit diesem Ort? Sei kein Dummkopf. Der Ort, wo du den, die Leiche platziert hast. Come on, Kirio. Von all den Orten in der Stadt, wo man einen Menschen töten könnte, warum ausgerechnet dort, hä? Das ist wohl kein Fall, dass bei dem Captain Kazama die Fäden in der Hand hielt. Oder? Was für Fäden? Und was hat Kazama gesagt? Mit irgendwas davon. Beantworte einfach die verdammte Frage. Warum hast du dieses Grundstück gewählt? Du willst mir wirklich sagen, das waren nicht die Befehle des Captains? Und wo hast du eine Knarre her? Hat er dir die auch gegeben? それも頭から渡されたのか。チャカ。ん、Teil? Also, es ist ein Codewort für Knarre, oder was? Ja, ja, genau. Also, ein Teil, also wirklich übersetzt ein Teil, eine Knarre. Wovon redet ihr da? 一体何の話をしてるんですか? Ich habe keine Knarre. 俺は銃なんか持ってません。この子に。Du steckst so tief drin und spielst immer noch den Dummkopf? Die Leiche, die sie gefunden haben, war total verprügelt, aber es war eine Kugel in den Kopf, die ihn getötet hat. Die Polizei hat das aber allerdings noch nicht öffentlich gemacht. Wirklich? So eine Geschichte. Seid euch dir sicher? Dann war ich das gar nicht, der ihn getötet hat. Ich habe ihn nur ein bisschen verprügelt mit meinen bloßen Händen, das ist alles. Das ist die Wahrheit. Wenn das die Wahrheit ist, würde das bedeuten, dass dich hier jemand... Setup? Hereingelegt, würde ich sagen. Ja. Ist das das, was du sagst? Was du sagen willst? Ja, Sir. Was auch immer da passiert ist, ich habe ihn nicht erschossen. So sagt der Angeklagte. Und was sagen wir alle? Ich denke, es ist ein Haufen Scheiße und du versuchst dich hier rauszuwinden. Wer würde sich die Mühe machen, einen niemand wie dich hereinlegen zu wollen? Ja, hereinlegen zu wollen. Obwohl den Begriff Framing kennen wir ja heute aus anderen Zusammenhängen, nicht wahr? Eine Sache so darstellen. Genau.
で。おう、キリ。Hör zu, Kirio. Ich frage dich das nur noch einmal. Warum hast du von allen möglichen Orten genau dort Ärger angerichtet? Das ist, was der Kredithai von mir wollte. Er sagte, said call the Mark there. Mark, Zielperson. Ah, die Zielperson, ach so. Ach so, er sagte, er würde die Zielperson dorthin rufen, beordern, dass ich ihm eine Lektion erteilen könnte und das Geld einsammeln kann. Yep. Time ni awasete kara kane o toritatete kure tte. Ima itta koto. Das ist die ganze Wahrheit? Machigai nee na. Ja, Sir. Do yara kane kashi kara hanashiki desu. Dann klingt das so, als müssten wir diesem Kredithai ein paar Fragen stellen. Trotzdem ändert es nichts an der Tatsache, dass einer von unseren Jungs in diesen Mord involviert war. Und auf diesem Grundstück. Das wird Konsequenzen für das andere Projekt haben. Was denkst du, Kuse? Nur eine mögliche Antwort. So eine Geste der Rangordnung und der Höflichkeit, oder? Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, erzähl mal. Ja, das ist halt auch, wenn sich einer halt eine Zigarette anzündet von den Bossen und du halt nur weiter unten in der Rangordnung stehst, dann wird halt erwartet, dass du ihm Feuer gibst. Ah, ja. Nani ga nanda ga wakanne tte tsura. Dein Gesichtsausdruck sagt, dass du völlig verloren bist. Ja, Sir. Der Ort, wo sie deinen Toten gefunden haben, ist ein komplizierter Ort. Das leere Grundstück nennen sie es. Empty Lot würde passen. Ja. Rank and File. Genau. Untergebenen, also die halt einfach nur zum, also die halt keine Position innehaben, sondern die. Also ihr Google-Übersetzer sagt Basis, also die niedrigrangigen wahrscheinlich. Genau, ja. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht. Aber der Boss hat einen direkten Befehl gegeben, hat uns drei Dojima-Leuten als einen direkten Befehl gegeben. Er will das leere Grundstück mit allen Mitteln. その殻の一つを手に入れろとな。殻の一つも。Das leere Grundstück? 針の穴ほどの隙間もない半角。Das Vergnügungsviertel ist so eng bebaut, du könntest nicht mal eine Nadel durchführen, bis auf ein Loch. 偶然できた一つもの空き地だ。それを親父が欲しがってる。Der Boss will genau dieses Land.Und wenn der Boss sagt, er will etwas, dann ist es unser Job, sicherzustellen, dass er es auch kriegt.
Aber jetzt hat jetzt ist dieser Flecken plötzlich der Ort eines Mordes geworden. Diese Art von Aufmerksamkeit macht es wesentlich schwerer für uns, das Land zu bekommen. Siehst du das Problem jetzt? Aber was hat das zu tun mit Kasama-san? Oyas-san to donna kankei ga? Ano hitotsubo ni wa na. Es gibt noch etwas anderes bezüglich dieses Grundstücks. Bisu no imi mo atte na. Dojima no oyaji ni sashidashi. Wer auch immer es zuerst an Dojima liefert, bekommt einen großartigen Preis für seinen Ärger. Jetsu ni wa für seine Mühen. Hobi ga yoi sareteru. Hobi? Ein Preis? Oh. Yep. Kasama sitzt, da er jetzt im Knast sitzt. Der nächste Captain der Dojima-Familie. Also ist dieses kleine Stück Land viel mehr als nur ein leeres Grundstück für uns Leutnants. Orera Kashiro-san ni totte tada no hitotsubo ja ne tte koto da. Zuerst habe ich gedacht, dass Kasama dich benutzt, um zu versuchen, uns das Leben schwerer zu machen. Aber wenn ich mir deinen Gesichtsausdruck so angucke, bekomme ich das Gefühl, dass du keine Ahnung davon hattest. Einen Moment mal. Also ihr kämpft für Kasama-sans Sitz? Platz? You're fighting for. Ihr kämpft um? Ja, du hast nicht gesagt mit. Ne, für. Du hast, für. Ihr kämpft um Kasama-sans Platz, ja. Genau. Oyasawa Donalds. Naja, ich bin hier noch mal ich. Where does that leave him? Wo lässt ihn das, beziehungsweise wo ist sein Ort? Keine Ahnung. Aber er ist kein großartiger Captain, wenn er jetzt im Knast ist, wo die Familie ihn wirklich braucht. Mal ganz davon ab, dass der süße kleine Junge, den er großgezogen hat, losgezogen ist und einen Zivilisten umgebracht hat. Es gibt Protokolle für sowas. Er hatte damit nichts zu tun. Und davon mal abgesehen, ich habe den Typen nicht gekillt. Erzähl das den Cops, Junge. Nicht, dass die sich die Zeit nehmen werden, sich einen Yakuza, sich anzuhören, was ein Yakuza zu sagen hat. Liefere dich bis zum Ende des Tages aus. Also an die Cops. Und lass deinen kleinen Finger hier. Du bist Yakuza. Wenn du dann deine Goodbyes zum Boss sagst, musst du das richtig tun.
Sieht fast so aus, als hätte mich dieser Kreditheil dazu set me up. Dazu angestiftet, dazu eingesetzt. Hereingelegt. Also hereingelegt. Also, ja. Weiß nicht, was sein Spiel, was das für ein Spielchen ist, aber wir werden uns mal besprechen müssen. Jupp. Hey, Junge! Oh, du bist doch der alte Typ von letzter Nacht. Yes! Na endlich! Ich hab dich seit Stunden gesucht. Mir gesucht? Du riechst nach Schnaps. Du bist völlig betrunken. Die ganze Stadt ist eine große Bar. Ich wurde fürs Trinken gemacht. Ich und Kamoji-kun hier waren die ganze Nacht unterwegs. Ja, naja. Bin jedenfalls froh darüber, dass jemand einen guten Morgen hat. Ja, unser Morgen ist ja nicht ganz so toll. Ich meine, unter Mordverdacht werden aus unserer Yakuza-Dings rausgeschmissen fast. Und unser Mentor mehr oder weniger Vater der soll quasi, wie sagt man so schön, wie sagt man das? Intrigant halt von seiner Position vertrieben werden. Verrat? Ja, in die Richtung, irgendwie oder? So, ja, also. Meuterei? Ja, also so von hinten um die Ecke, dass er halt seine Position los ist und die einen der anderen drei Leutnants gehört. Ja, Verrat hinkt halt sowas in der Richtung. Ja. Du hast ein Gesicht, das ist saurer als eine Zitrone, Junge. Was ist los? Ich kann nicht viel versprechen, aber ich leih dir gerne mein Ohr. Naja, bei mir, sagen wir mal so, ich habe gerade viel zu tun. Aha. Okay. Wie dem auch sei, ich wollte dich eh um einen Gefallen bitten. Ja, du hattest ja erwähnt, dass du nach mir suchst. Hier. Jetzt, wo ich es mir überlege, warte mal. Im Moment habe ich gar keine Zeit für all das. Bis später. Danke, ich möchte nur, dass du zu ein paar Typen quatscht. Die werden ziemlich bald hier sein. Außerdem werden sie ziemlich wütend sein. Ihr hört nicht mal zu. Warum sollte ich mich um eure Probleme kümmern? Das ist eine großartige Frage. Frag sie. Sie sind wirklich sehr daran interessiert, mit dir zu reden. Wenn man vom Teufel spricht, da sind sie ja schon. So. Okay, Opa, ist das der Junge? Yes! Ja, Sir, mein Price Pupil, Schüler, mein Musterschüler. Musterschüler, genau. Entschuldigung, Schüler? Oh. Der 1-Million-Yen-Kredit, den ich diesen beiden Losern gab, ist längst überfällig. Ich will ihn zurückhaben und ich warte nicht mehr viel länger. Warum erzählt er mir davon? Moment. Ja, wartet nicht, dass ich das bezahle, oder? Ja.
Der Tipp, den ich dir neulich gegeben habe, ist das doch mindestens wert, oder? Außerdem, die Schulden des Meisters sind die Schulden des, naja, du weißt ja, von dir. Zur Hölle damit. Und seit wann seid ihr eigentlich meine Meister, ha? Mir ist egal, wer ihr seid. Gebt mir mein Geld, ehe ich den großen Gentleman hinter mir, ehe der große Gentleman hinter mir ungeduldig wird. Bruno, der heißt Bruno. Sehr schön. Ja, sagt er. Bruno hier, er hat eine ziemlich kurze Leitung. Insbesondere was sture Typen angeht. In eurem eigenen Interesse würde ich jetzt bezahlen, before I got hurt, da hat doch der Übersetzer, der... I'd pay before I got... Ja, da hat der Übersetzer einen Fehler gemacht. Ja. Also es soll heißen, bevor ich dir wehtue. Ja, genau. Before I hurt you or before you get hurt. Ja, eins von beiden. Also zumindest ja. So, wie es da steht, ist es falsch. Ja. Ja. Hey, wir entdecken hier noch Fehler. Ja. Hey, Junge. Was jetzt? Meinst du, du kannst Big Bruno hier in einem Kampf bezwingen? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ist aber auch egal, weil du mich nicht in deine Probleme mit reinziehen wirst. Oh, also glaubst du, dass er dich schlagen wird? Das habe ich nicht gesagt. Ups. Schau mal, wenn du versuchst, mich zu ködern, ja, okay. Dann wird das nicht funktionieren. Das sind deine Schulden, du kommst damit klar. Och nee, das ist aber jetzt nicht so doll. Kann ja nicht sein, dass du vor einem Klotz wie ihm Angst hast. Er ist einfach nur ein Muskelmann aus der vom Krabbeltisch. Der unterste Bottom of the Bracket. Bottom of the Bracket, ja. Unterste Schublade. Unterste Schublade, ja. Einer von vielen. Ups. Unterste Schublade? Wovon redest du denn da? Hey, was ist mit dem ganzen Rumgeflüster, Jungs? Bezahlt ihr oder muss das hier erst übel werden? Ich hab dir gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Yes! Okay, alright. Ich bezahle dir dein Geld. Weise Entscheidung. Ich fühle mich schlecht, ganz schlecht für den ganzen Ärger, für den ich verantwortlich bin. Ich sag dir was, warum machen wir nicht 2 Millionen daraus? Hm? Du willst mir das Doppelte bezahlen? Als ob ich dir das abkaufe. Du bist besoffen, Junge. Alter Mann. Oh, ich habe das Geld. Werde es dir auch gerne geben. Unter einer Bedingung. Ja, und welche ist das? Du musst, wie würden wir Tank in diesem Sinne übersetzen? Tank back there. You have your tank back there. Naja, also er meinte ja den Muskelmann. Ja. Panzer wäre aber irgendwie eine als. Ja. Ja, du hast doch den Muskelmann ja. Dort. Du hast doch den Muskelmann dort. Genau, lass deinen Muskelmann dort uns darum kämpfen. Wenn er alle 3 von uns besiegt, kriegst du 2 Millionen. Wir gewinnen und wir schulden dir gar nichts. Scheiße, du bist nicht besoffen, du bist verrückt. Bruno ist berühmt dafür, Schädel einzuschlagen. Alle 3 von euch könnten ihn gleichzeitig angreifen und er würde euch wie Zweige zerknicken. No. Zerbrechen. Nee, der Kampf muss schon einer gegen einen sein. Mit Regeln und so weiter. 3 gegen 1 wäre nicht fair. Du willst ihn alleine
du willst alleine gegen ihn antreten? Na gut. Wenn du kein Problem damit hast, dass ich mein Geld von deiner Leiche nehme, bin ich einverstanden. Du hast einen Deal. Das ist großartig. Ich sag's dir, ich werde dich da nicht rausholen. Ups. Wenn du nicht verletzt werden willst, würde ich mich jetzt entschuldigen. Na. Okay, ich fange an. Toll. Hey, hört ihr überhaupt zu? Seid ihr sicher, dass ihr es tun wollt? Ach, er wird in Ordnung sein. Nur ein kleiner Workout. Kümmer du dich nur darum, die Action zu beobachten, Junge. Guck dir Kamojis Moves an. Im Ernst? Und kämpft. Auf geht's. Zeig mir, was du kannst. Ja, okay, also im Gedanken geht er seine Moves durch, ne? Ja. Go. Ich bin müde. Ich sollte dran denken, was zu essen, bevor ich sowas mache. Ach ja, das bin ich ja. Kamoji, was ist und was waren das für Moves, die du da gemacht hast? Vergiss es. Bist du okay? Solltest dich nicht so überanstrengen. Ja, ist okay. Hab ich auch gesagt, oder? Der Große hat nicht einen einzigen Schlag gegen ihn gelandet. Na. Hey, du da im Mantel. Obdachloser. Bruno hat kaum einen Kratzer. Willst du den Job mit solchen schwachen Schlägen beenden? Yes. Nein, Kamoji-kun, du bleibst jetzt hier. Ich I'm calling the round. I'm calling the round as your manager. Naja, er beendet quasi, er hält sich für seinen Manager und beendet die Runde quasi. Und lass den Jungen jetzt loslegen, was dann wir sind. Hm. Du weißt, was du zu tun hast, oder Junge? So, dann. Okay. Ich meinte es so, wenn ich sagte, dass ich dich da nicht rausholen würde. Aber ja, ihm zuzusehen, es hat mich einfach in die Laune versetzt nach einer schnellen Runde. Okay, na dann, auf zur Runde 2. Der 2 Millionen Yen Mordparade. Bruno, greif ihn an. Was wir denn, nehme ich doch zum Frühstück.
Ja, er ist ja der Held der Story, also. Eben. Ja, klar. Was ist gerade passiert? Bruno hat kaum einen Schlag durchbekommen. Wer zum Geier bist du? Name ist Kirchen, Tsushima-Familie. Welche Familie seid ihr? Wow, Moment. Du bist ein echter Yakuza? Sorry, Sir. Das wusste ich nicht. Wir arbeiten nur für Toko Credit. Was für ein Zufall. Ich habe so ein paar Geschäfte zu erledigen mit eurem Boss. Ich muss mich so bald wie möglich mit ihm treffen. Wisst ihr, wo er ist? Der Präsident? Ich vermute, der ist in seinem Büro zu dieser Zeit. Ich verstehe. Wir sind in einem Gebäude in Tahei Boulevard East, nicht wahr? Ich werde ihn da besuchen. So, und damit das hat sich das mit unseren kleinen Schulden auch erledigt, oder? Ja, okay, ein Deal ist ein Deal. Bruno hier muss dann halt für die Differenz aufkommen. So funktioniert eben unsere Art des Schuldeneintreibens. Tja, es ist eine harte Welt, sage ich euch. Okay, ich gehe dann mal. Komm an, Bruno. Hoi. Hey, sag mir mal was. Oh? Erzähl mir was. Wer genau bist du? Und warum gehst du mir nach? Wonach? Worauf hast du es abgesehen? Ich? Ja, okay. Die Leute hier nennen mich Bacchus. Und ich kam zu dir, weil ich einen wütenden Schläger am Hintern hatte. Ja, es war wirklich nett, ihn auf mich zu hetzen. Schau mal, wenn du irgendwie Ärger hast, sag's mir. Vielleicht kann ich ja helfen. Das gleiche gilt für ihn. Das waren ja nicht die Bewegungen von einem Anfänger. Was ist mit ihm? Ein echtes Schnäppchen ist er. Er hat einen, he's got a gig. Er hat einen, Gig sweeter than honey. Also, das sind diese Redensarten. Ja, ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja. Google Übersetzer sagt auch nur Gig, süßer als Honig. Ja, sehr schön. Okay, er hat einen Gig, süßer als Honig. sehr faszinierend zu beobachten. Du solltest mal einen Blick darauf werfen, Junge. Ich schätze mal, seine Kampfart ist damit gemeint. Ja, ich denke auch. Dass er darin sehr gut und erfahren ist. Ja. Komojis Job, aber... Er ist obdachlos, nicht wahr? Was für eine Arbeit macht denn der? Er ist ein, wie nennt man es noch? Ein Fisting-Künstler. Ich schätze mal ein geschickter Boxer, oder? Ich würde auch sagen. Das ist nicht wirklich meine Szene. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist ein Punch-Out-Künstler, ein okay. Boxkünstler. Also ich glaube, er dachte das gerade selber, ja. Yep. Yes. Ja, genau das. Ein Boxkünstler. Slip of the tongue, Versprecher. Freudscher Versprecher. Okay, also was ist denn ein Punch-Out-Artist? Der Kunde bezahlt eine Gebühr und dann kann er so viele Schläge auf mich
ablassen, wie er will. Ich glaube, ich komme da nicht ganz mit. Ist das so eine neue SM-Sache? Nein, nichts von der Art. Komm mal vorbei und guck's dir an, wenn du Fragen hast. Ich arbeite auf dem Shishifuku-Parkplatz. Yes! Kamoji-kun hat dir jede Menge über Kämpfen beizubringen, mein Junge. Du wirst dich selber treten, wenn du es dir nicht zumindest mal anguckst. Okay, ich verstehe die Idee. Shishifuku-Parkplatz, nicht wahr? Ich werde mal vorbeischauen, wenn ich die Zeit finde. Du bist Kiryu-san von der Dojima-Familie, richtig? Ich werde warten. Bis bald dann. So, das hat dann mein Ärger für heute abgehakt. Ich denke, ich vermute, ich kann dich immer noch nicht überzeugen, die Welt, es mit der Welt aufzunehmen. Die Welt? Was bedeutet das überhaupt? Versuchst du immer noch, mich zu rekrutieren für diese Pro-Fighting-Idee oder was auch immer das war? Oh, nee. Das ist genau das, was es war. Du hast ein Potenzial, das von dem viele Menschen noch nicht mal träumen. Dieser Weltmeistertitel könnte deiner sein. Sorry, aber ich bin kein starry-eyed, starräugiges Kind, was auf diese Idee reinfällt. Mhm. Falls du jemanden suchst, schau weiter. Jupp. Ich glaube, Starry-Eyed Kid könnte man auf Deutsch so mit Hans Guck in die Luft übersetzen. So einer, der sich halt leicht beeindrucken lässt. Weißt du, was ich meine? Ja, aus dem Zusammenhang kann man das ganz gut. Starry-Eyed Kid. Hier steht Kind mit sternenklaren Augen. Ah, ja, ich schätze mal leichtgläubig. Oder ja, so, genau. Das heißt. Ja. Ich sag dir eines, Junge. Wenn du von Straßenkampf zu Straßenkampf lebst, wirst du irgendwann mit einem Messer zwischen deinen Rippen in einem dunklen Hinterhof aufwachen. Das ist keine Art, abzudanken. Du gehörst ins Licht, ins Scheinwerferlicht und ich kann dich unter die Hellsten davon bringen. Was sagst du? Du und ich gegen die Welt. So das. Okay, wir haben uns ja gerade erst getroffen. Du wirst dein Leben nicht ändern, bloß weil irgend so ein alter... dieser? Ein alter Typ dich darum bittet. Ich verstehe. Ich gebe auf. Für jetzt. Aber das bedeutet nicht, dass ich für immer aufgebe. Du hast Raum zu wachsen wie ein Baum. Ich werde dich auf diesem Weg trainieren. Ja, du hast Talent als ein Trainer, das glaube ich. Aber im Moment bin ich in einer Situation, da sorge ich mich nur um mich selbst. Sorry. Aber hey, vielleicht sehe ich dich ja noch mal. Alright, Junge. Halt dich nur von dunklen Hinterhöfen fern bis dahin. Hörst du? Keine Messer in diesen Rippen. Oder Kugeln. Was das angeht. Versuchst aber nicht, mich zu verhexen, oder? Bis später, Bacchus. Ah, Jinx. Die Vokabel kommt auch nicht häufig vor. Ja, stimmt. Anscheinend ist der Präsident von Toku Credit in seinem Büro in Teihei Boulevard East. Da werde ich anfangen. Und wir haben gerade unseren zweiten Kampfstil gelernt. Nachdem wir vorhin Brawler in unserem ersten Video Brawler hatten, haben wir jetzt eben Rush. Und Rush ist halt
viel schneller, aber dafür geben die Schläge auch weniger Schaden. Du hast also immer eine strategische Entscheidung. Ja, genau. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo wir... Ah, Orientierung. Das wird im Laufe des Spiels auch besser, weil du siehst, er hat momentan nicht viel Energie, er außer Puste ist. Dein Part. Ach ja, Toku Credit. Das ist das Büro des Kreditheiß. Ich weiß ja nicht, was die vorhaben. Wahrscheinlich sollte ich besser vorbereitet reingehen. Oh, da hat er recht. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh, vielmehr, da hast du recht. Man kann nicht sagen, was darin auf mich wartet. Ich sollte wahrscheinlich bereit sein. Deswegen, wir stehen ja auch direkt gegenüber. Hier ist nämlich eine Apotheke. Ich glaube, ich hole mir erstmal. Ja, Shaimase. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Wie viel Geld haben wir? 414. Nehme ich mir nämlich davon ein paar. Kann man hier auch sagen, wie viel? Moment, das müssen wir auch. 1, 2. Wie viel Platz habe ich denn hier überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwelche 10 mitnehme, sollte das reichen. Ah, ich sehe immer mehr Parallelen zu Fallout. Echt? Also, dass es hier eine Apotheke ist und in Fallout gibt es halt auch diverse Drogen, die einem im Kampf helfen und so. Also gewisse Parallelen sind da erkennbar, ja. Jupp. So, jetzt sind wir versorgt. Weil, wenn das Spiel dich schon fragt, von wegen, willst du dich nicht vorbereiten oder ist es besser vorbereitet zu sein, das ist ja schon ein Hinweis quasi, dass, jetzt eine längere Kampfsequenz folgt. Wo du keine Gelegenheit hast, dich noch irgendwie mit Heilmitteln zu versorgen. Sieht so aus, als hätte ich mich erwartet. Ich bin, wie ist er nochmal? Kazuma? Kazuma Kiryu von der Dojima-Familie. Okay. Ich schaue gerade mal vorbei, um dem Präsidenten zu danken dafür, dass er versucht hat, mich reinzulegen. Der Präsident hat kein Interesse daran, mit dir zu reden. Tja, ich schätze mal, ich muss seine Meinung ändern, indem ich euch Typen halb tot prügle. Aoki ni sase de aru. Kono ninzu aite ni. Du alleine gegen uns alle? Tja, ich bin ziemlich nah daran, bin ziemlich nah, dass bei mir eine Sicherung durchbrennt zu diesem Punkt. Also mach mal den Weg frei, ihr Punks. Wunderbar,
irgendwas rumliegen, was interessant ist? Wie hast du es hierher geschafft? Das ist eine Sache zwischen mir und dir. Jetzt können wir ununterbrochen sprechen. Verschwende keine Zeit damit, den Idioten zu spielen. Warum hast du mich reingelegt? Worauf haben sie es abgesehen? Hey, bleib wo du bist. Okay, ich sag dir alles. Aber beruhig dich mal eine Minute, okay? Ich weiß nichts über hereinlegen. Ich habe nur das getan, was mir gesagt wurde. Er sagte, ich sollte dich das Geld einsammeln lassen in diesem Hinterhof. Und wer hat dir das gesagt? Das war... Kuzeno. Aniki. Ja, Kuze. So. Das hätte ich nicht gedacht. Ihr wart das? Was? Worüber reden wir hier, Mr. Präsident? Keine Ahnung. Kirio, was machst du hier? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe dir gesagt, du sollst dich der Polizei stellen. Und stattdessen bist du hier und machst Blödsinn. Was ist das? Ich wusste es, ich werde weich. Früher hätte ein Schlag gereicht, um kleine Scheißer wie dich Platz zu machen. Mr. President, denken Sie, ich könnte hier ein bisschen Privatsphäre haben. Ich muss meinem Jungen hier eine Lektion erteilen. Nimm so viel Zeit, wie du willst.
Hurry. Ja. Und mehr so. Sorry. Das ist das gute Zeug. いい機会だ。ボルト。お前と一度ハルト。話してと思ってたからよ。オーナーボルト。おめえと錦山、孤児なんだってな。どうにしきやま、矢沢ワイズン、おら。風間の頭がやってる施設の。矢沢ワイズンハウス、オフグバクスン、サンフラワーワイズンハウス、おら。お手なんだろう。確か、ひまわりとかいう養護施設だ。 Es ist nicht, wie sagt man, es ist nicht, keine Schande. Keine Schande, danke. Es ist keine Schande, ein Weise zu sein. Es ist nur selten kommen Yakuza aus einer normalen Familie. Das, ich glaube, das kann man wahrscheinlich sogar tatsächlich bestätigen, oder? Also, wenn es da Statistiken gäbe, wäre das wahrscheinlich wirklich so. Ja, wie wird man Yakuza? Naja, die Frage ist, wie wird man kriminell? Und das sagen ja hier schon die Statistiken. Leute, die halt in wohlbehüteten Familien und so weiter aufgewachsen sind, tendieren weniger dazu, als Erwachsene kriminell zu werden, als Leute, die halt bei nur mit der Mutter oder nur mit dem Vater oder sonst irgendwie oder gar im Heim aufgewachsen sind. Ja, ich denke mal, das Phänomen gibt es häufig. Und in Japan, ja, ist es dann halt diese Verbindung, in die man dann quasi hineinwächst. Ja, genau. Da das dann so ein bisschen eine Ersatzfamilie wird, ne? Ja, eben, genau. Da hast du es ja auch schon wieder, Familie ist das A und O. Und das ist ja das, was in unserer Gesellschaft gerade systematisch kaputt gemacht wird. Koji dagara te hajiru hitsuyo wa nai zo. Tada na. Trotzdem ist dieser Kazama ein ziemlich fieser Typ. Ja, aber wir müssen mal darauf achten, was wir hier bei YouTube sagen dürfen. Ja, eben. Was meinst du damit? Ach, manchmal sage ich du, manchmal sie. Ja, okay. Ah, macht nichts. Ist egal. Er kümmert sich um diese Kinder und dann gehören sie ihm fürs ganze Leben. Du und dein Kumpel Nishikiyama bilden sowas wie ein wie menschliche Schilde für ihn. Du wärst bereit für ihn dein Leben zu geben, oder? Das ist Brainwashing, das ist richtiges Brainwashing. Was ist jetzt der Sinn dahinter, Sir? Ich verstehe nicht so ganz, wo das Ganze hinführt. Kiryu, ich will, dass du Kazama für mich ausspionierst. Kazama no Kashiro Spy Shiro. Nein. Ich habe dir vom leeren Grundstück erzählt, oder? Wenn ich das Land bekomme, bin ich der nächste Captain. Der nächste in der Reihenfolge, der die Dojima-Familie anführen wird. Aber es gibt eine Information, die ich brauche, um das Land zu kriegen. Und Kazama sitzt auf dieser Information. Information? Yep. Und ich will, dass du sie aus ihm herausbekommst. Ich
bezweifle, dass er jemals daran denken würde, dich zu verdächtigen. Wenn du das hinkriegst, garantiere ich dir persönlich deine Zukunft in der Familie. Der Tojo-Clan hat 25.000 Männer. Und die Dojima-Familie ist einer der großen Spieler in ihr. Hier in die höheren Ränge zu machen, ist kein kleiner Verdienst. Und als Bonus gebe ich dir den Typen, der in Wirklichkeit deinen Typen da umgebracht hat. Das heißt also, ihr wart das, die mich darauf eingesetzt haben. Vielleicht auch nicht. Aber du kannst dir verdammt sicher sein, dass du im Knast bleiben wirst, wenn du mein Angebot ablehnst. Komm auf meine Seite oder geh mit Kazamas Schiff unter. Wahl in seine Wahl. Aber ich will eine Antwort jetzt. Hier. Ich denke, dass ihr schlau genug seid, das Brett zu kontrollieren, aber ihr seid zu tollpatschig, um die Teile zu halten. Ah, er meint das wahrscheinlich so wie ein Schachspiel, oder? So wie ein Brettspiel. Du denkst, du kannst das Spiel an sich beherrschen, kommst aber mit den einzelnen Teilen, Figuren nicht klar. Irgendwie in die Richtung. Was? Ihr wisst überhaupt nichts über mich. Und ihr kennt auch überhaupt nicht Kasama-san. Du kleiner Scheißer. Arroganter kleiner Scheißer. Du willst einen Feind, du willst mich zu deinem Feind machen? Du glaubst, du bist bereit dafür, was das beinhaltet? Ich bin bereit. Wäre ich das nicht, könnte ich mich auch nicht einen Yakuza nennen. Gokudo de Mundesho. Das ist mein Pieper. Das ist keine Nummer, die ich erkenne. Wer ist das? X719348. Das ist nicht seine Nummer, aber es muss Nikishi sein, der anruft. Ich muss ein Telefon finden und ihn zurückrufen. Ah, das ist irgendwie ungewohnt aus der heutigen Zeit betrachtet, das mit diesen, Pagern, ne? Mit dem Pieper, ja, stimmt. Wie heißt das, Beeper oder Pager? Mal so, also beides geht. Beides geht. Wie du an der Map siehst, sind wir immer noch etwas. Wir werden immer noch an der Hand geführt. Ja, ich glaube, das ist für den Anfang vielleicht gar nicht schlecht. Oder? Ja. Und by the way, du findest überall diese Vending Machines. Die hier kannst du was für 10.000 rein. Nennen sich Dream Traummaschine. Wirf 10.000 Yen rein, um deine Träume zu erfüllen. Vielleicht. Nein.
diese Dream Machines sind halt quasi jetzt im Spiel, ich hätte fast gesagt, Glücksspiel sozusagen. Sprich, du wirfst Geld rein und hast keine Ahnung, was du kriegst. Du kannst irgendwas Nutzloses bekommen, du kannst aber auch was ganz Seltenes, Wertvolles bekommen. Und die, der Preis, den du zahlen musst, variiert auch zwischen 10.000, 100.000 und 1 Million. Also ist halt immer, wie gesagt, Glückssache. Ach ja, das war noch Zeiten. Geld einwerfen. Ach, seufzt. Ich vermisse meine Telefonzellen. Gab es da nicht auch mal so ein schönes Meme? Irgendwie Telefonzelle, Briefkasten, das waren doch irgendwie drei Dinger, die nebeneinander standen, was es heutzutage alles eigentlich gar nicht mehr so in der Form gibt. Ah, naja. Hey, Kiri, it's Nishikiyama. Nishikiyama. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das warst, der versucht, mich zu erreichen. To get a hold of me, mich zu erreichen, ja. Wo bist du? Im Büro der Kazama-Familie, auf der Tenkaichi-Straße. Kazama-Gumi? Kazamas Büro, was tust du da? Ima, Kashiwagi-san to hatte harashiteru. Nanka iichi ga kashite morau to omotte. Ich spreche gerade mit Kashiwagi-san. Ich habe mir gedacht, er ist wieder in der Lage, uns ein paar Ratschläge zu geben. Er ist schließlich die rechte Hand von Kazama-san. Naruhodo na. So, wie lief es auf deiner Seite? Du hast das Dojima-Büro verlassen, oder? Ja, aber es gab einige Komplikationen. Werde ich dir erzählen, wenn ich dich treffe. Okay. Ich bleibe hier mit Kashiwagi-san im Kazama-Büro, aber bald wird er mehr kommen. Denke, du solltest, du musst hören, was Kashiwagi-san zu sagen hat. Hast du über das leere Grundstück gehört? Kusei hat mir davon gerade eben erzählt. Ich schätze mal, nichts geht an Kashiwagi-san vorbei. Werde bald da sein. Besten, ich mache mich jetzt auf zur Kasama, zum Kasama-Familienbüro. Das war ja nicht weit. Man sollte vielleicht nicht gegen die Wand laufen. Das sieht lecker aus. Jo, Kiryu. Hey, Kiryu. Du hast es schnell geschafft. Suimasen, Kashiwagi-san. Otema kakesaseru yona ma... Tut mir leid, Kashiwagi-san. Ich wollte niemals so einen Ärger machen. Auf diese Weise für dich. Sir? Hallo?
Ich bin froh, dass du okay bist. Nishikiyama hat mich bis zu dem Punkt, wo das Hauptquartier dich angerufen hat, bereits informiert. Osamu Kashiwagi. Ich habe eine ziemlich gute Idee, was danach passiert ist. Hat Kuse dich angesprochen? Dich gefragt, ob du Kazama verraten willst? Ja, hat er. Was Der Mann, den Kiryu angeblich im leeren Grundstück getötet haben soll, wurde erschossen. Ich muss dir nicht sagen, dass Kiryu das nicht tun würde. Was bedeutet, irgendjemand muss ihn reingelegt haben. Heilige Scheiße, das ist ja eine Erleichterung. Hätten Sie mir das nicht früher sagen können, Sir? Die ganze Zeit habe ich gedacht, mein Bruder hat tatsächlich so einen Typen getötet. Das ist nicht gut, Kiryu. Erzähl mir alles, was Kuse gesagt hat. なるほど。 Okay. つまり若頭補佐の3人衆が頭の Also kämpfen die drei Lieutenants alle um den Sitz von Kazama, während er im Knast sitzt. 座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が Das ist Wahnsinn. Niemand außer Kazama-san könnte es als Dojima-Captain zu was bringen. Beruhig dich, Nishiki. Zurück zum leeren Grundstück, das Kuse erwähnt hat. Ihr Jungs hört jetzt erst davon, oder? Kashiwagi-san war... Ja, Sir Kashiwagi-san. Wisst ihr mehr darüber? Sonjinaska. Jupp. Es gibt da ein großes Entwicklungsprojekt oder Neuentwicklungsprojekt, welches ein großes Stück von Kamurocho betrifft. Also Neuentwicklung im Sinne von halt Immobilien, Landentwicklung und so weiter. Häuserbau und so. この一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。 Dojima lässt seine drei Leutnants gegeneinander antreten, um alle Mieter aus dem Gebiet rauszukegeln. Damit er das Land an sich reißen kann. それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げて。 Da habe ich von gehört. Sie haben Land aufgekauft und Gebäude, die von verschiedenen Leuten, die verschiedenen Leuten gehörten, um alles zusammenzubündeln und es zu einem großen Profit zu verkaufen, oder? でかく転売する腹でしょう。そうだ。Genau。だがその中にどうやっても手に Aber zwischen all dem ist ein kleines Fleckchen Land, das keiner in seine Hände bekommt. 入れられねえ、たった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。 Das ist also der leere Fleck? Oder empty lot? Yep. そいつは最近になって、一帯の地上げが8割方終わろう。
Sie haben das allerdings selber gerade erst auch gerade erst rausgefunden. Sie haben 80% der Nachbarschaft aufgekauft, bevor sie es gefunden haben. Und es sitzt genau in der Mitte des Neuentwicklungsgebiets, Neubaugebiet, also da, wo neu gebaut werden soll. Wenn Sie dieses Grundstück kriegen, dann haben Sie auch keine Chance, irgendwas von dem zu verkaufen, was Sie bereits gekauft haben. Das ist ein echtes Problem. Und du sagst, niemand hat es geschafft, bis jetzt das Grundstück zu kaufen. Der Besitzer wird vermisst. Wenn er jetzt auftauchen würde, ist der Preis, wie ich gehört habe, so rund 1 Milliarde Yen. Also ich vermute mal, da wir jetzt hier eine englische, amerikanische Übersetzung haben und bei den Amis ist ja Milliarde, die Billion. Mm-hmm. Also übersetzt es mit 1 Milliarde Yen. 10億って値になってんだがな。10億。ん？あ、そう、das ist schon 1 Milliarde。たった一坪の土地が？ 1 Milliarde Yen für das kleine Grundstück。空の一坪がかけりゃ再開発自体がひっくり返る。Sicher, das kleine Grundstück könnte das gesamte Neuentwicklungsprojekt platzen lassen. Und Ojima hat bereits 10 Milliarden plus darin versenkt, die Gebiete aufzukaufen. Die können jetzt nicht aufgeben, selbst wenn es bedeutet, für so ein Stückchen Land in Briefmarkengröße eine Milliarde Yen zu bezahlen. Kuse sagte, dass Kasama-san einige wichtige Informationen hatte, welche sie brauchten, um dieses Land zu kriegen. Was weiß Kazama? Ja, wakaranai. Keine Ahnung. Ore mo hatsumimi da. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Yappari sugata keshiteiru tochi no shoyusha. Aber du vermutest, es könnte etwas mit dem vermissten Besitzer zu tun haben, oder? Ni kankei surukoto de shou ne. Nan ni shitemo Kusema, sono joufou o oyasan kara sagurasereta. Was auch immer es ist, Kuse hat Kiryu hereingelegt, um ihn dazu zu bringen, diese Information aus Kasama herauszubekommen. Genau, und das auf die Kosten von jemandes Leben. Euch beiden ist die Situation, in der wir sind, klar, oder? Kiryu war tosen toshite. Kiryu ist im Fadenkreuz, aber auch Kasama. Oizumerareten no wa Kasama no oyaji mo onaji da. Kiryu ga katagi koroshita tte koto de, oukennin no oyaji mo. Wenn Sie Kiryu als Mörder eines Zivilisten darstellen, dann können Sie auch Verantwortung und Accountability. Verantwortung, ja. Dann können Sie Verantwortung verlangen. Von Kasama, ja. Ja. Und das ist so sagen. Wenn Kuse das leere Grundstück bekommt und Dojimas Captain wird, schmeißt er Kasama komplett aus der Familie. Kumi kara oidasu. Schmeißen ihn raus? Masaka. Keine Chance. Glaubst du wirklich, dass sie ihn expelled, ja, rausgeschmissen kriegen? Rausschmeißen, ja. Die würden einen Weg finden. Und da Kasama gerade im Gefängnis ist, kann er sie nicht aufhalten.
のおやさんが破門。笠間さん、ja, rausgeschmissen und also vertrieben. 破門された極道の末路は言わなくて。Und ich bin sicher, ich muss dir nicht sagen, was mit Yakuza passiert, wenn sie aus der Familie geflogen sind. わかるな。一度上までのし上がった後で底辺の草。Wenn man zurück auf den Boden getreten wird, nachdem man bis ganz nach oben geklettert ist. 屈辱に耐えられる人間は少ねえ。Die meisten Männer überleben diese Erniedrigung nicht. 自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてる。Ex-Yakuza ist ein üblicher Satz in den, ja, wie sagt man? In den Grabschriften? Grabschriften für obdachlose Selbstmorde. Aber Kiryu hat ja in Wirklichkeit niemanden umgebracht. Wenn wir beweisen können, dass er unschuldig ist, dann können die es nicht benutzen, um Kasama-san rauszukegeln. Der einzige Weg, das zu beweisen, ist es, den Typen zu ergreifen, der es getan hat. Richtig. Aber wer immer es ist, er ist ein Schurken. Wir können keine Schritte gegen einen Dojima-Leutnant unternehmen. Wenn du mit den obersten Rängen in unserer Welt einen Kampf anfängst, dann bist du am Ende. Aber wenn wir nichts machen, wird Kiryu in den Knast geschmissen. Wenn wir was machen, wenn wir was machen, Kazama Standing, schadet es dem Ruf von Kazama sogar mehr. Eine falsche Bewegung von uns, ein falscher Schritt von uns und sie haben ihren Grund, um ihn rauszuschmeißen. その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか、俺たちは。Also was machen wir? 柏木さん。あ？とりあえず俺の。Meine Unschuld und das empty lot, also der leere Fleck, können beide wahr. 濡れ衣も殻の一つも後回した。今とにかく俺は親さんを守るため。Was mir im Moment am meisten bedeutet, ist es, Kasama-san zu beschützen. Und das werde ich jetzt tun. Du hast einen Plan? Ja, Sir. Ich lasse es passieren. Ich werde allein Verantwortung dafür übernehmen. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu verhindern, dass das nach Kasama-san zurückkommt, auf ihn zurückfällt. Alleinige Verantwortung übernehmen? Was planst du, Kiryu? Ich werde die Dojima-Familie verlassen. Heute. Ja, mein Eid beenden und von der Yakuza zurücktreten. Kiryu, ist das dein Ernst? Darum werde ich mich allein kümmern. Wenn ich raus bin, werde ich Kuse unter Druck setzen und ihn dazu bewegen, den Killer uns auszuhändigen. Sakazuki Morate, 3 Jahre so lange.
Glaubst du, dass sie einen Yakuza, der erst 3 Jahre in seinem Schwur ist, in einem Stück gehen? Im schlimmsten Fall werden sie dich töten, Junge. Er schmerzt es zu sagen, aber Kuse hält gerade die Zügel der Dojima-Familie in der Hand. Und du glaubst, du kannst ihm, du kannst Nein zu ihm sagen und dann lebendig weggehen? Ich werde nicht Kuse fragen. Ich werde gleich nach Dojima gehen. Jetzt bin ich ja noch. Und außerdem wissen wir nicht mit Sicherheit, ob sie mich töten werden. Hol dein Auto, Nishiki. Ich mache mich auf zum Familienhauptquartier. Einen Scheiß machst du. Du bist nur verzweifelt. Das ist Wahnsinn. Halt die Klappe. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich werde nicht hier sitzen und sie das tun machen. Und sie das tun lassen. Genug, Kiryu. Nishiki hat recht. Naja, ist mir egal, wer recht hat. Er ist nun Punk, der nun Yakuza wurde, um Kasama-san zu folgen. Wenn mein Versagen ihn ihn ins Verderben stürzen wird, da bin ich bereit dazu, was ich tun muss. Begreifst du auch, wie ernst das ist? Bist du zu groß, um zu tun, was dir gesagt wird? Ist es das, Kiryu? Ja, Sir. Selbst wenn Kasama-san selbst versuchte, mich aufzuhalten, ich würde gehen. Du. Ich höre irgendwas bei dir im Hintergrund. Ja, ich auch. Okay. Ja. Den letzten Teil bitte nochmal. Zurückspulen ist nicht, aber er sagte, er tut mir leid. Ja, tut mir leid, Kajiwaga-san, ja. Nishiki, Kuruma tanam. Das war dein Part. Nishiki, hol das Auto. Oh, Nishiki, hol das Auto, ja. Oder Harry, fahr den Wagen vor. Danke für alles, was ihr für mich getan habt, Sir. お世話になりました. Wollen wir an der Stelle erstmal einen Cut machen und das so episodenweise machen? Was meinst du? Ja, wir haben schon wieder etwas über 1,5 Stunden. Ja, also ich schätze mal, das ist als Portion genug für einen Part. Es wird eh noch viele Parts geben, wenn wir das durchhaben wollen. Ja, dann lass mich zum Telefon gehen, dass ich speichere und dann...
Shortcut. Telefon ist, glaube ich, müsste eigentlich genau da.